Schauen wir mal, was Ole Einar Bjørndalen macht bei seiner dritten Schießeinlage. Das ist eben auch seine Chance. Wenn er hier alles trifft am Schießstand, Ole Einar Bjørndalen, dann kann er den Jungen hier richtig Paroli bieten. Schauen Sie, 19,1 Sekunden. Und Ole Einar Bjørndalen schafft es gleich zu seinem Saisonauftakt wieder hier im Fokus zu stehen. Mit einem tadellosen Schießen, der 41-Jährige. Unglaublich, wie fokussiert dieser Mann sein kann, sich vorbereiten kann. Und ich habe es angesprochen, er hat überlegt, ob er dieses Rennen überhaupt angeht. Gleich ein Einzel, kostet ja Kraft. Und so, jetzt Ole Einar Bjørndalen braucht die Null, um gegen Simon Schemp eine Chance zu haben. Na, braucht lange jetzt, ja. Verliert Sekunden. Der Läuferisch ist er gut. Er muss treffen. Ja. Wenn er den jetzt trifft, dann kann er gewinnen. Da ist sicher eine Böde im Reihen. Mit all seiner Erfahrung, mit Sicherheit hat er das Tempo im Schießen daraus genommen, weil eine Böe seinen Körper angegriffen hat, eine Windböe. Hat kurz gezögert, die Sekunden dran gegeben, die allemal weniger sind als die Minute, die ein Fehler bedeutet. Dann den letzten Schuss ins Ziel und bei ihm sind es 18,8 Sekunden Vorsprung. Also nochmal knapp 2 Sekunden mehr als Volkov auf dieser letzten Runde. Ist ja unglaublich. 94 Weltcup-Siege. Will er sich hier, kann er hier den 95. einholen? Das gibt es ja gar nicht. Ole Einar Bjørndalen, 400 Meter vor dem Ziel. Die Basis gelegt am Schießstand. Jetzt bleibt der Abstand gleich. Also, kann er genießen, Ole Einar Bjørndalen. Gehen wir mal davon aus, dass ihm das schon irgendjemand da unterwegs gesteckt hat. Den Rest legt er sich selbst zurecht. Egil Jelund, sein Trainer, mit dem ist er noch gelaufen ein paar Jahre. Mit Ole Einar Bjørndalen, jetzt steht er am Glas. Und Ole Einar Bjørndalen wird nicht müde. Es soll ja sein letztes Jahr sein, aber da setzen wir auch noch ein zartes Fragezeichen dahinter. Das kommt sicher darauf an, wie er sich fühlt. Also eigentlich sollte man aufstehen, sollte sich verneigen. Unglaublich dieser Saisonauftakt von Ole Einar Bjørndalen. 20 Schuss ins Ziel gesetzt und dann diese Laufleistung auf seiner Bühne. Er ist einfach der König der Biathleten. 27,1 Sekunden sind es am Ende. Ole Einar Bjørndalen, Gratulation. Das ist der Jubel des Siegers. Ole Einar Bjørndalen bei diesem Auftakt Einzel in die Saison 2015-16. Gratulation noch einmal an den Altmeister. Ole Einar Bjørndalen also vor Simon Schemp und Alexei Volkov.